Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind wieder auf der Map Ollierhausen. Ich bin der Shorty von der Test Area. Ach, eigentlich ist das hier eine super Map, muss ich ja ehrlich sagen. Die kann schon richtig Spaß machen. Wir haben hier wieder einen Stau bei der Tierversorgung. Den habe ich aber selber verursacht. Und dann werden wir den Stau jetzt mal auflösen. Hof. Sino abladen. Gib ihm. So, springen wir noch mal raus. Du möchtest die Gülle holen, ne? Das mit dem Stroh. Oh, oh, oh. Kuhstall, Stroh. Da könnten 4000 Liter mehr rein. Ich behalte das im Auge. Bin mir sicher, dass das funktioniert. Denn sonst hätten wir viel, viel weniger Strom. Ne? Euch geht's gut, ne? Jawohl. So, schauen wir mal. Wäscher brauchen wir nicht. Hier läuft noch das Ansehen mit einem immensen Mineraldüngerverbrauch. Der wird dann also gleich losfahren. Nochmal Mineraldünger auffüllen. Das ist halt so. Du hast Stroh. Warum geht da nicht mehr Stroh rein? Ist das schon deine zweite Runde gewesen? Ich krieg das ja alles. Ja, der ist voll. Guck an. Wie viel Stroh haben wir noch? Ach, warum wir gar nicht gucken, wie viel Stroh wir im Silo haben. Weil wir Strohballen haben, kriegen wir das sowieso nicht angezeigt. So, Hof Silo abladen. Müssten wir auf dem Hof mal ins Silo reingucken, was wir da tatsächlich noch alles über haben. Ah, komm mal genau richtig. So, wir haben 59.000 Liter Gras, 70.000 Liter Heu, 28.500 Liter Mischration ist noch drin. 49.000 Liter Stroh, das ist nicht mehr viel. Das ist ja hauptsächlich für die Stromproduktion. Ne? Eine Ladung, also einmal voll machen, 100.000 Liter, sind ja an einem Tag durch. Da beißt die Maus kein Faden. Wenn noch mal irgendwo an Stroh rankommen, das wäre natürlich geil. Ich mal gucken, ob wir eine Strohproduktion finden. Kuhstall ist Produktion, Dünger und Kalk anliefern. Lüft. 60 weit los auf dem Hof hier. Richtig was los. Du holst die Gülle. Das ist aber jetzt die zweite Fuhre, ne? Ja. Abladen. Düngerproduktion liefern flüssig. Sehr gut. Du bleibst hier. Du bleibst noch hier. Du bleibst noch hier. Du holst jetzt Mineraldünger. Du gibst jetzt Stroh. So, Mission, wo Stroh vorkommen. Schalten wir die Details ein, sortieren das Rotkohl, Ernten, Ballenpressen, Pflügen. Hirse gibt kein Stroh. Hirse, Sorghum, Weißkohl. Pflügen, düngen, 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 düngen. Ach Mist. Keine Mission mehr, wo Stroh abfällt. An das Stroh für die Kühe gehe ich nicht dran. Auf keinen Fall. Dann verzichte ich lieber auf die Strohproduktion. Strom. Nicht Stroh. Stromproduktion. Wenn der so schnell
Strom durch hier hat. Wir könnten, hätten wir, also würden wir haben, Methan ist nur ein Booster, das wird sich schon, ne, was ausmachen. Hackschnitzel, ne, ich weiß nicht. Stroh wird wohl das Hauptgut bleiben für die Stromproduktion. Dann ist das so. Dich packe ich erstmal weg. Und du aus dem Weg bist. So. Genau. Du musst nur abladen. Dünger und Kalk. Du bist auch ready. Du kannst ihn dann parken. Und du bist Nachschub holen. Alles klar. Da wir zwei Felder ansehen und walzen müssen, Feld 30 Rotkohl ernten. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Ne? 30. Das ist 30. Das ist nicht so groß. Oder täuscht das von der Größe her? Wir gehen hier mal gucken. So. Mal einen Eindruck gewinnen, wie viel Rotkohl das ist. Nee, das ist gar nicht so groß, das Feld. Ich glaube, wir machen eine Rotkohlmission. Ich weiß zwar nicht, ob ich den Geräten trauen kann, aber es ist die Mission, die hier 69.000 Euro verspricht. Mit Geräte ausleihen. Ich bin ja gespannt, gell? So. Du bist leer, pack dich weg. Abkoppeln. So. Ich gehe davon aus, dass der Rotkohl kann, wenn nämlich nicht. Missionsfahrzeuge, gemietete Fahrzeuge taucht es auch nicht auf. Haben wir natürlich ein Problem, ne? So, nehmen wir Schneidwerk auf, Klappe zu. Ich aktiviere mit Steuerung Z die Knicklenkung. Feld 30 ist natürlich noch nicht eingefahren. Haben wir da was in der Nähe? Was ist das denn? Der Tierhandel. Der Tierhandel kriegt den Rotkohl. Ja, dann. Bleib mal stehen hier. So, wir nehmen den jetzt hier mit dem Anhänger. Da kämpfe ich mich jetzt durch zu 30. Dann. Bitte. 37 ist hier. Ja, wir gucken mal. Und dann sehen wir weiter. Ich will mal gucken, wie wir da am günstigsten dran kommen. Und das ist wohl von hier. So. Blaue Linie. Und stopp. Wir machen hier jetzt erstmal nur Feld 30.
Nebenan ist ja auch noch das Feld 31, aber da haben wir erstmal nichts mit zu tun. Das ist jetzt auch, ja, ne, so gucken. Da haben wir ein bisschen Leerlauf quasi. Ja, Leerlauf nicht, aber ist ja nur noch das Ansehen und dann das Walzen. Gibt es ja nicht viel zu sehen. Aber Rotkohl, da gibt auch unter Umständen gibt das hier dann auch noch mal richtig Pinunzen. Zaster. Tatas. Und wenn ich Pech habe, mache ich das jetzt hier. Fahre ich das schön gründlich ein. Um am Ende festzustellen, der Roder funktioniert gar nicht. Das sieht gut aus. Oder kriegst du doch nicht die Millionen an Belohnung, die da standen? Nein, standen 69.000 irgendwas. Aber das könnte am Teich hier ätzend werden. Ich gucke mir gerade die Ecken an, ob man hier mit scharfe Ecken roden kann. Das ist natürlich gründlich, ja. Ah, da ist schon. Ein Baum im Weg. Nee, nee. Also keine Schafe. Ist auch nicht so gut. Ist auch nicht so gut. Jedenfalls nicht für mich. Tja, Leute, für die ist das. Scharfe Ecken. Das muss sein. Das muss ordentlich sein. Das ist sonst... Nein! Das geht sonst gar nicht. So, von hier nach da, von da nach da. Und dann können wir... Ich da die Kugel hinmachen. Ja, guck mal, so klappt das mit der Ausfahrt hier. Ja? Bin ich mir sicher. Mach sie jetzt. Ich muss doch noch. In Ruhe herholen. Aber auch genug. Feld 30. Zack. Genau. Und dann. Braucht es ja noch den Ordner. Machen wir gleich. So, du bist schon wieder runter auf 50% mit dem Dünger. Alter. Und allerdings ein bisschen im Vorgewinde. Das hat schon mal was. Könnte reichen. Ohne dass du nochmal los musst. So. So. Die stehen alle, wo sie stehen. Da schicken wir später die Walze los. Jetzt zu dir. Wo habe ich denn? Wo ist denn jetzt Feld 30? Ich habe das doch. Bin ich jetzt blöd? Da ist es drin. Ach, Shorty. Manchmal. So. Dann machen wir eine Kursgenerierung. Neuer Ordner. Ich weiß immer noch nicht, ob der Ruder dann auch anfängt zu roden, ne? Keine Ahnung. So. Hier beginnen. 2,7 Meter. Ach, da brauchst du schon 11 Vorgewinde. Auch Vorgewinde beginnen. Wir machen natürlich weich. Reihen überspringen. Eigentlich müssten wir zwei Reihen überspringen.
damit der das einfacher hat. Wir probieren das mal. Generieren. Wir werden sehen. Kurz speichern. Feld, ups, 30 oder 2,7 Meter. Ja, ob der denn dann rodet, werden wir sehen. Luftumfahrung. Ja, lassen wir an. Feldarbeit können wir auf 25 lassen, der fährt nur 10. Fahren auf dem Feld können wir ruhig hochdrehen, dann ist er ein bisschen flinker. Wendemanöver kannst du mit 15, rückwärts fahren darfst du auch 15, hast ja keinen Anhänger. Ach, und sonst wird rückzeckermaßen gehen. So, wo ist er jetzt auf dem Weg? Mal gucken, was die Seemaschine macht. Wie weit ist noch? Er hat noch 22%, 20% Dünger. Ja, komm. Das reicht für einmal rum. Hoffe ich. Man müsste den Aufbau wieder draufsetzen können. Damit das Ding mehr Kapazität hat. Naja. Dann schauen wir mal. Ja gut. Jetzt kommt gleich die Stunde der Wahrheit. Kann es der Ruder oder kann er es nicht? Mit dem Rotkohl. Ja, Aufklappe. Das ist Technik. Das sah gut aus. Ah, und er füllt sich. Sieht doch gut aus. Hier ist natürlich keine Farbe. Dafür gibt es irgendwie keine richtige Füllplan, dass das aussieht, als wenn da Rotkohl hochtransportiert wird. Aber innen drin, da sammelt es sich jetzt. Ja, Mai! Ist denn schon Weihnachten? Dass es westfälischen Pferdesauerbraten mit Rotkohl gibt? Begleite den jetzt noch mal ins erste Vorgewinde. Wenn der im ersten Vorgewinde überall störungsfrei rumkommt, müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber meistens ist es das erste Vorgewinde, wo es hakt. Ah, da haben wir es schon wieder für heute. Der McCormick 74% Weizen. Der ist schon wieder Mineraldünger. Sehe ich gerade. Ah, da kommt noch eine Kurve hier. Oh, warte. Ja, er holt schon wieder Mineraldünger. Für die letzten Meter. Ah, ist das manchmal ermüdend. Egal. Er macht es ja allein. Muss ja nicht selber fahren. Ja, offensichtlich kommt er rum. Eine Ecke noch.
Dann können wir den nämlich hier in Ruhe rauben lassen. Rauben. Das gibt dann Kohle, Benunsen, Geld. Ich weiß gar nicht, ob es eine Ertragsminderung gibt, wenn es regnet bei der Rotkohlernte, ne? Nichts Genaues weiß man nicht. Sehr schön. Sehr schön. Eckenweich und klappt, ne? Ohne Störung. Ja, die Bäume. Ich hatte schon mal, dass die Bäume so schrecklich komisch standen, dass die Ruder da dran hängen geblieben sind. Ne? So. Ja, mach dein Bäuchlein mal voll. So, jetzt müssen wir noch den Abfahrer programmieren. Ich habe das vorhin gesehen. Am Tierhandel. Ne? Oh, einen Job hatten wir schon für ihn gemacht. Rüdi. Gewila. Gewila. Rüdi Gewila. Naja, ja. Tierhandel. Tierhandel. Abfahrermodus. Feld 30. Und dann Tierhandel. 40.000 passen in den Anhänger. Quatsch. Verkauf. 30.000 in den Roder. Wir sagen, du lädst bei 50% ab, fertig. Dann fährt er nämlich jedes Mal, wenn er übergeladen hat. Ist er somit auch immer wieder leer, wenn der Ruder ruft. Dann wird auch jedes Mal der Ruder komplett geleert. Na, wenn du da mal nicht im Weg bist. Bist schon wieder auf dem Rückweg, das ist fein. So. Noch mal rum, Moment. So, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Gerne auch auf Discord. Ja, gut. Der Link zum Community Discord Server befindet sich unten in der Videobeschreibung unter mehr Ansehen. Seid jederzeit herzlich willkommen. Weit über 400 Mitglieder sind wir bereits und da ist immer jemand online, wenn man mal Sorgen, irgendwelche Probleme oder Fragen hat, der einem weiterhelfen kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal beim Wachstum. Und natürlich das Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren ist bei YouTube völlig gratis. Das kann sich somit auch jeder leisten. Ich war, bin und bleibe der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.